Bleib stehen! Was ist? Jemanden wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist doch kein Assassine, oder? Assassinen machen dir Angst? Dir etwa nicht? Es ist furchterregend, was ich alles so gehört habe. Angeblich sollen sie Menschen verschleppen. Wovon lebst du? Ich bin Holzfäller und verkaufe Holz und Waldbeeren. An wen? An die Fischer aus Silgen. Die kommen recht häufig hier vorbei. Doch seit einigen Tagen kam keiner mehr. Ich frag mich, was da nicht stimmt. Ich könnte nachsehen, warum die Fischer nicht mehr kommen. Würdest du das für mich tun? Dann kannst du gleich dem Fischer Stan dieses Paket Waldbeeren mitbringen. Er hat es bestellt, war aber noch nicht wieder hier, um es abzuholen. War das mal deine Hütte? Nein, aber meine sieht fast genauso aus. Die Orks haben ganze Arbeit geleistet. Du bist Holzfäller? Schon mein Leben lang. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne den Wald machen sollte. Du bist ein recht kräftiger Bursche. Ja, ich kann dir einen massiven Balken mit bloßen Händen zerbrechen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Was machst du denn hier so alleine? Was du hier siehst, ist alles, was von der Mine hier übrig geblieben ist. Ivan, das abtrünnige Söldnerschwein, hat hier alles vernichtet. Was ist passiert? Ivan, das Schwein, sollte mit seinen Söldnern auf die Mine hier aufpassen. Doch kurzerhand bringt er alle um und macht sie mit dem geschürften Gold aus dem Staub. Ich würde viel Gold bezahlen, wenn jemand diesen Gottlosen ins Jenseits befördert. Der abtrünnige Söldner Ivan ist tot. Das geschieht ihm recht. Tod allen Verrätern. Das lasse ich mich einige Goldbrocken kosten. Brauchst du Hilfe? Soll das ein Witz sein? Schau dich doch mal um. Ich brauche mehr Werkzeug. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche mehr Männer. Von alleine springen die Goldbrocken nicht aus dem harten Felsen.
Geh und sprich mit Samuel, dem Anführer der Söldner in Geldern. Er soll mir neue Männer und Gerät schicken. Zeig mir deine Ware. Thank you.
Dawson braucht deine Hilfe, draußen in seiner Mine. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Ein Söldner namens Ivan hat die Mine geplündert. Dieser gottlose Hundesohn. Hätte mir denken können, dass dem Kerl nicht zu trauen ist. Ich mache mich mit meinen Jungs sofort auf den Weg und baue die Mine neu auf. Hier ist dein Sold.